Herzlich willkommen bei Brendan Mundorfs Astmaphysik Astro TV. Der Handelnebel ist ein planetarischer Nebel und das wurde von dem französischen Astronomen Charles Messier im Jahre 1764 entdeckt. Der Handelnebel hat eine besondere Form. Das sieht aus wie zwei Scheiben, die übereinander gelappt sind und daher bekam es auch diesen Namen von Wilhelm Herschel. Wilhelm Herschel war ein Astronom, der den Uranus entdeckt hat. Im Zentrum des Handelnebels befindet sich ein weißer Zwerg. Die Temperatur des weißen Zwerges liegt bei ungefähr 100.000 Kelvin. Und die extreme Hitze des weißen Zwerges kommt daher zustande, da es ziemlich jung ist. Also vor ungefähr 5.000 bis 10.000 Jahren, von dieser Zeitspanne geht man aus, hat der Vorgängerstern seine Hülle abgeworfen. Daher ist auch ein planetarischer Nebel entstanden. Und weiße Zwerge haben direkt am Anfang eine extrem hohe Oberflächentemperatur, bevor sie dann über die Millionen Jahre auskühlen. Da weiße Zwerge über keine eigene Energiequelle verfügen, also die betreiben keine Kernfusion mehr, sondern die strahlen nur die Restwärme ab und daher sind sie am Anfang extrem heiß und werden über die Zeit immer kälter, bis sie irgendwann nur noch ein schwarzer Zwerg sind. Aber der weiße Zwerg, der sich im Zentrum des Handelnebels befindet, ist nicht alleine. Der hat auch einen Begleitstern, der ebenfalls ein Sternüberrest ist. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass es sich hierbei um ein ehemaliges Doppelsternsystem handelt, wo jetzt beide Sterne, was früher mal richtige Sterne waren, nur noch Sternleichen sind. Der Handelnebel hat eine Entfernung von etwa 1400 Lichtjahre zu uns und hat einen Durchmesser von 3 Lichtjahren. Die Winkelausdehnung des Nebels ist schon ziemlich groß. Die liegt bei 8 mal 5,7 Bogenminuten und ist somit etwa ein Viertel bis ein Sechstel so groß als die Sonne. Und gleichzeitig dehnt sich der Handelnebel pro Jahrhundert um weitere 6,8 Bogensekunden aus. Das heißt, dieser planetarische Nebel befindet sich noch im Wachstum, wird noch eine Weile größer werden, bis es irgendwann mal die maximale Größe erreicht und dann mit der Zeit verschwindet. Denn ein planetarischer Nebel existiert nicht ewig. Das sind nur wenige 10.000 Jahre, denn der Vorgängerstern wirft die Hülle ab, dann entsteht ein planetarischer Nebel mit einem weißen Zwergenzentrum. Der planetarische Nebel dehnt sich aus über 2 bis 3 Lichtjahre hinweg und verblasst anschließend und dann bleibt nur noch der weiße Zwerg übrig. Wenn man den Handelnebel am Himmel aber beobachten möchte, also von Mitteleuropa aus, ist es wichtig, dass man dies im Sommer tut. Da sucht man ganz einfach den Sommerdreieck heraus. Das Sommerdreieck ist ein Asterismus, das aus 3 Sternen besteht. Deneb im Sternbild Schwan. Deneb ist der Stern, der helle Stern, der sich rechts neben dem Pfeil in der Abbildung befindet. Altair im Sternbild Adler und Vega im Sternbild Leier. Das ist der dritte Stern im Sommerdreieck. Und bei diesen eckigen Klammern, da mittendrin befindet sich dann der Handelnebel. Aber das wäre ohne den Klammern gar nicht zu sehen, dass er sich dort befindet, denn mit den bloßen Augen kann man den Handelnebel auch nicht sehen. Und der Handelnebel zumindest als ein sternförmiges Objekt beobachten zu können, ist schon bereits ein kleines Fernrohr notwendig. Und wenn man schon Strukturen bzw. der Handelform erkennen möchte, ist schon bereits ein Teleskop mit einer Öffnung von ungefähr 10 cm notwendig für die Handelform und für weitere Strukturen ein Teleskop mit 20 cm Öffnung notwendig. Ich hoffe, dass euch das Video zu Handelnebel gefallen hat. Lasst gerne ein Like oder ein Abo da oder einen Kommentar, falls ihr Fragen dazu habt oder Anregungen. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen. Tschüss.